Bewirkt eure eigene Errettung in Furcht und Zittern, schreibt Apostel Paulus den wiedergeborenen Christen in Philippi. Was bedeutet das? Geht es hier etwa um die ewige Errettung vor der Hölle? Heißt das, wir müssen doch etwas dazu beitragen, zu dieser Errettung? Oder heißt das, diese Errettung ist ungewiss und wir müssen uns fürchten, dass wir sie verlieren? Weder noch. Aber was bedeutet es dann? Nun, bewirken bedeutet arbeiten, Kraft und Energie aufwenden. Die Christusnachfolge ist kein Spaziergang, sondern erfordert geistliche Energie, geistliche Kraft und ist ein geistlicher Kampf, den die wiedergeborenen Christen kämpfen müssen. Und die Christen in Philippi waren Anfechtung und Verfolgung ausgesetzt und sie mussten diesen geistlichen Kampf kämpfen und diese geistliche Energie dafür aufbringen. Und zwar selbstständig, deshalb heißt es eigene Errettung. Paulus war dort, er unterstützte sie durch Belehrung und Ermutigung und gab ihnen, unterstützte sie in diesem geistlichen Kampf, aber jetzt war er nicht mehr da. Er war im Gefängnis und so mussten sie ohne Paulus diese geistliche Kraft aufbringen, aber nicht ohne Gott. Denn es heißt im folgenden Vers, Gott ist es, der das Wollen und das Wirken schenkt. Er ist es, der in ihnen die Kraft wirkt und ihnen die Energie gibt. Und diese sollten sie nicht, diesen geistlichen Kampf sollten sie nicht in Selbstsicherheit und Stolz führen, sondern in Furcht und Zittern. Das ist eine Redewendung, das heißt nicht Angst und Schrecken, sondern es heißt in Gottesfurcht, in Demut, in Abhängigkeit von Gott. Denn er ist es, der ihnen die Kraft gibt und Energie. Und all das mündet in der Errettung. Die Errettung kann zwei Bedeutungen haben. Zum einen kann es bedeuten, dass Gott sie herausrettet aus den physischen Gefahren, die durch die Feinde und Anfeindungen entstanden sind, dass Gott sie errettet aus den Gefahren und ja Nöte, die durch die Verfolgung entstanden. Es kann aber auch bedeuten, dass die wiedergeborenen Christen diesen Glaubenskampf kämpfen müssen und die geistliche Energie aufbringen müssen, bis sie am Ende des Glaubensweges gerettet werden. Denn bei Paulus im Philipperbrief steht die Errettung immer am Ende des Weges, wenn der Gläubige die Erde verlässt und im Himmel sein wird und dann noch den Auferstehungsleib hat. Und bis dahin müssen alle wiedergeborenen Christen Energie und geistliche Kraft aufbringen in diesem Glaubensleben. Das ist also der Gedanke. Es ist eine Ermutigung für alle wiedergeborenen Christen, den geistlichen Kampf zu führen, die geistliche Energie aufzubringen, die immer in der Errettung mündet, sei es hier auf der Erde vor den Gefahren, aber spätestens am Ende des Glaubensweges, wenn der Gläubige den Himmel betritt.